herzlich willkommen zu den VWR Ice Games hier in Awitzjau auf unserem See der Volkswagen Driving Experience. Alter, jetzt geht aber ab. Vollgas ist immer das Beste. Die VWR Ice Games, das sind drei Übungen, die in einer Challenge ausgefahren werden. Diese Challenge fahre ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen guten alten Freund eingeladen, den Matthias Malmedy. Oh yes! Mega! Hey, das ist so krass, ich freue mich so extrem. Moin, Benni. Moin, hi. Auf diesen Tag mit dem Auto. Es gibt keinen Golf, mit dem man vorher sowas machen konnte, was man mit dem jetzt machen kann. Mega, oder? Ultra genial. Uns erwartet ein richtig spannender Tag. Wir beide werden nämlich heute die VWR Ice Games ausfahren. Ich hörte davon. Und weil ich ja weiß, du achtest auf jedes Detail, habe ich uns zwei Schiedsrichter eingeladen. Morgen! Morgen! Ja, das sind Lisa und Matthias. Und die zwei werden genau beobachten, was wir machen und dann am Ende des Tages bewerten, wer zum Beispiel den Golf am quersten übers Eis gefahren ist. Man sieht schon, auf den Jacken sind sehr, sehr unabhängig. Ja, absolut. Ich, ne? Komplett unparteiisch, habe ich extra eingeladen. Wir starten mit dem Drag Race. Ihr startet gleich beide aus einer Box raus, donnert volle Kanne los Richtung Ziel. Und am Ziel gibt es wieder eine Box und ihr müsst versuchen, das Auto zumindest mit der Vorderachse in der Box zum Stehen zu bringen. Wenn ihr übers Ziel hinausschießt, müsst ihr rückwärts zurück. Okay, bis Matze den Rückwärtsgang gefunden hat, stehe ich schon. Sehr gut. Links oder rechts? Ich nehme rechts. Ist das für dich perfekt. Einmal? Rot. Sehr gut. Und das ist für dich. Gibt's einen Preis? Ja. Und zwar ist der Preis, Benni, der Verlierer. Nee, komm. Der Verlierer wird dem Gewinner das Abendessen servieren. Oh. Und die Getränke und den Nachtisch und so weiter und so fort. Das Drag Race, was wir jetzt fahren, sind, würde ich mal sagen, circa 500 Meter. Wenn du keine Proberunde machst, kannst du dir nicht ausrechnen, wie schnell kann ich denn da fahren, um dann nachher noch rechtzeitig zu bremsen. Ah, Benni spielt unser Lied. Oh, welcher Modus ist das? Das Komfort. Ja, das war der gelbe Modus. Individual hast du eingestellt? Ja. Fantastisch, oder? Wo man den Bremspunkt setzt, ist Zufall. Fährst du mit Launch Control los? Das werde ich dir nicht verraten. Warum denn nicht? Weil ich die schlechte Seite schon habe. Die schlechte Seite? Was denn für eine schlechte Seite? Wir stehen auf dem Eissee. Du hast Schnee. Das bedeutet und du, Traktion. Was ist das Weiße da Eis, bei dir? Das ist alles Eis. Guck mal, die ganze Bahn ist nur Eis. Bei dir, du hast immer wieder das Bessere rausgesucht. So können wir jetzt arbeiten. Okay, der Benni ist individual gefahren. Erstmal Haare. Check. Benni. Check. Ich stell mir schon mal den Rückspiegel ein, damit ich den Benni dann noch sehe. Also, bereit machen. 3, 2, 1, Start. Ich bin vorne! Die Frage ist nur, schaffe ich das auch da hinten hinzubremsen? Ja, Bolo. Da kann ich mir richtig Zeit lassen immer. Der klare Gewinner ist Matthias. Bam! Hast du knapp gewonnen. Aber sowas von. Okay, also Benni ist jetzt auf meiner Spur, ich bin auf seiner. Er wird jetzt ganz sicher nicht mehr auf Safe fahren, sondern auf Fast und auf Schnell und auf Gewinn. Ich fahre im genau gleichen Modus, ESC komplett aus. Und wir werden jetzt gleich sehen, ob die Spur hier wirklich schlechter ist oder ob das eigentlich egal ist, auf welcher Spur du fährst. Alles klar, dann 3, 2, 1, Start! Boah, Alter, jetzt geht er aber ab. Junge, Junge, Junge. Komm, Baby! Okay, okay, okay. Müsste klappen, müsste klappen. Hier ein bisschen in den Schnee reinfahren. Und wir... Nein, 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 nein. Und der Gewinner ist Benni. Warum? Hab ich doch gesagt. Meine Hinterachse war in der Box. Ja, deine Vorderachse muss in der Box sein. Eieiei. Okay, letzter Versuch. Die eine Box ist ein bisschen besser als die andere. Deswegen knobeln wir jetzt nochmal eben um die Startbox. Deine linke Seite. Ja! Ja. Ich flipp aus. Tut mir leid. Mhm, danke. Jetzt hat er Druck. So, Jungs, und jetzt das dritte und letzte Mal, der entscheidende Lauf. Macht euch bereit. 3, 2, 1, Start! Oh, jetzt hat er einen guten Start erwischt. Nein, 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 das ist gar nicht gut, Matthias. Feuer jetzt, komm. Come on, Matthias. Ey, wo fährt denn der hin? Das gibt es ja gar nicht. Okay, 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 okay. Vielleicht schießt er was Ziel hinaus. Nein, 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 schießt er nicht. Nein! Das gibt es doch nicht! Dann hat er gewonnen. Ah,
Da ist die Laune direkt in deinem Keller, du. So, nächste Übung, Fußball spielen. Die Idee ist, wir haben hier eine ganz kurze Strecke nur aufgebaut von 30 Metern, aber wir haben Gegenwind. Den Ball mit dem Auto über die 30 Meter schieben. Wer das in der kürzesten Zeit macht, hat gewonnen. Der Führende fängt an. Ich weiß nicht, was die beste Taktik ist. Ich glaube, einfach Vollgas. Vollgas ist immer das Beste. Oder? Ja. Bereit machen. 3, 2, 1, go! Hat er sehr, sehr gut gemacht. Vollgas war die richtige Taktik. 6,31. Taktik durfte ich mir freundlicherweise abgucken von Benny. Er hat einfach nur Vollgas gegeben und das ist, glaube ich, die einzig richtige Taktik. Du musst dann trotzdem gucken, dass das Ding nicht wegfliegt, weil der Wind kommt von schräg vorne, genau aus der Richtung, und er pustet dir den Ball so quasi um die Motorhaube so rum. Und das darf auf gar keinen Fall passieren, weil sonst ist das Ding weg und den kriegst du nie wieder. Also, bereit machen. 3, 2, 1 und los! Nein! Yes! Und mit der Frontscheibe wieder weggedonnert. Die Frage ist, war es schneller? Gefühlt war es 4,61. Ja! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Boom! Oh yes, baby! Der hat gesehen, dass ich Gas gegeben habe, sonst wäre der nämlich nicht so schnell gefahren. Dann würde ich mal sagen, ihr Leuchter, kommen wir jetzt so langsam zum großen Finale, zu der entscheidenden Challenge. Mich nervt das mit dem Ball, weil du hast einfach einen riesen Vorteil gehabt. Na komm, bitte. Einen riesen Vorteil. Bitte. Du hattest den riesen Vorteil von der besseren Bahn bei der ersten Challenge. Ja, aber das war ja Glück, das haben wir ja gelost. Ja, und das war doch auch so Glück, dass du davor fahren musstest. Okay, komm, jetzt tragen wir es aus in der dritten Challenge. Genau. Was erwartet uns denn jetzt? Ihr startet gleich beide von 2 Punkten aus. Der eine fährt in die Richtung, der andere in die andere Richtung. Ihr müsst Tore durchfahren. Wenn ihr dabei ein Hütchen umfahrt, habt ihr sofort verloren. Also es geht darum, jedes Tor mitnehmen, Hütchen stehen lassen. 2 Runden werden gefahren. Ja. Und wer als erstes durchs Ziel ist, hat gewonnen. Also wir starten so und fahren dann so im Kreis und sehen uns immer auf der Mitte. Und sehen dann auch währenddessen, wer schon vorne ist oder wer hinten ist. Auf geht's. Ich freue mich aufs Abendessen. Die Frage ist nur, wer serviert? Ja, sehr gut. Der da. Hoffentlich. Wir haben in den ersten beiden Disziplinen gesehen, dass wir auf Augenhöhe unterwegs sind. Und deswegen ist es geil, dass das jetzt die Entscheidung ist. Jacke aus, los geht's. Ich glaube, ich werde das Fahrwerk ganz weich machen, damit das Auto viel Grip hat und den Motor auf Race, damit er halt sehr gut am Gas reagiert und ich das Auto übers Gaspedal steuern kann. Merkt ihr einfach nicht die Pylonen berühren. Ja, dann ist er sofort aus, wenn jetzt hier, da drüben ist richtig glatt. Ist aber für uns beide gleich. Herr Malmedy, viel Spaß. Ebenso. Letzte Challenge, wer das jetzt gewonnen hat, hat alles gewonnen. 3, 2, 1, Start! Wie glatt ist das denn hier bitte? Das gibt's doch nicht, ich hab die Pylone verpasst, Mann! Ich flipp aus, das gibt es nicht! Ich freue mich, der kann mir schön das Abendessen servieren. Verdammt nochmal! Lass ihn laufen. Das gibt es doch gar nicht, wie peinlich ist das denn? Ey? Messer bringt er mir einzeln, die Gabel bringt er mir einzeln, der wird mir 5 Cola servieren. Voll an der Pylone vorbeigewämst, aber vollkommen. Oh, das ist so krass. Auf dem Schnee ist es nicht so rutschig, aber auf dem Eis, da ist das so brutal rutschig, dass alles zu spät ist. Ah, trinken wir mal einen Schluck, dieser steht da drüben. Ah, guck mal, wie schön quer das ist. So kennen wir den Qualmedy. Ja, Mono. Und da ist er im Ziel. Yes. Nicht schnell. Aber dafür schön quer! Yeah. Gut. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es war wunderschön quer, aber es war einfach nicht schnell, was ich gemacht habe. Nee, das sah fantastisch aus. Ich konnte das alles schön beobachten, weil du warst quasi in meinem Panorama vorne. Ich habe nur gehofft, bitte lass sie nicht auch noch rankommen und überholen. Hier hatte ich so viel Traktion, das war unfassbar genial. Das ist wirklich sofort losgeschossen und dann kam der Belagwechsel, sage ich mal so, weil da vorne ist dann in der Kurve plötzlich nur noch blankes Eis, da kannst du gar nichts mehr machen, auch nicht mit Spikes, aber trotzdem hast du das Auto sensationell eingestellt. Kompliment dafür. Vielen Dank. Ich habe noch nie so einen geilen Golf gefahren. Dankeschön, ja, also Auto macht wirklich Spaß, nicht nur hier um Eis, sondern du hast das Auto ja auch schon auf Asphalt genauso geil. Danke euch. Danke euch, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Benny, herzlichen Glückwunsch, du hast die gesamte Challenge gewonnen. Dankeschön. Herr Ober, was gibt's denn heute? Was gibt's denn heute? Es gibt was zu essen. Was typisch Schwedisches. Ich werde dich überraschen.
Vorspeise, Hauptspeise. Ja, Vorspeise habe ich auch. Ja, fantastisch. Willst du haben? Ja, würde ich gerne. Alles klar. Ja. Was denn? Nee, machen Sie mal erst die Vorspeise. Was ist denn? War noch was? Nicht nach Getränken, also mit Wasser ist. Willst du was trinken? Ich hätte zuerst gerne eine Cola. Bisschen Wasser als Begleitung? Nee, das reicht nicht. Nee. Eine Cola wäre fantastisch. Natürlich, dann hole ich Ihnen als allererstes mal die Cola. Genau, wunderbar, fantastisch. Bisschen Wasser als Begleitung zur Cola? Ja, das ist sehr schön. Schenke ich mal das Wasser eben ein. Oh, das tut mir natürlich jetzt leid. Das ist jetzt ein bisschen. Das geht dann auf die Rechnung des Hauses, nehme ich an. Oder? Ich nehme an, die Reinigung, die geht dann auf uns. Willst du aufstehen, dann geht das Wasser runter, damit die Hose nicht komplett durchnässt. Bringen Sie mal die Vorspeise. Ja, das mache ich. Das Wasser läuft hier gerade schön an der Hose entlang. Den Tisch mache ich sauber, die Hose machen Sie bitte selber. Sie haben schon mal gekellnert, oder? Ja, habe ich schon mal gemacht. So, Vorspeise will er haben. Merkt man nichts davon. Wie bitte? Ein bisschen Brot für Sie? Wunderbar. Sie machen das auch mit Liebe. Also, und Hingabe. Ist fantastisch. Dann haben wir hier einmal den Salat. Vorspeisensalat für Sie. Hier muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen wischen. So klappt es doch bestimmt, oder? Ja, genau. Machen Sie ruhig ein bisschen Pause. Weil ich bin gleich dann mit der Hauptspeise dran. Ja. Guten Appetit. Vielen Dank, Herr Malmedy. Bisschen Salz? Ja, ganz wenig. Das reicht. So? Ja, das reicht. Ja. Nur eine Prise. Du zelebrierst das aber auch, ne? Ja, ist fantastisch. Wenn ich jemals gewinnen sollte, ne? Du glaubst nicht, wie du dann servieren wirst. Bisschen Pfeffer vielleicht auch? Nee, Pfeffer ist okay. Pfeffer nicht. Okay, lass ich mal hier stehen. Aber ja? Sie können das Hauptgericht schon vorbereiten. Natürlich. So, als Hauptgang servieren wir Ihnen heute, Herr Leuchter, ein klassisches Gericht. Sie werden es kennen. Köttbullar. Mhm, perfekt. Also. Dann bedanke ich mich für die Hingabe und die Mühe, die Sie hier gemacht haben, den Tisch so schön einzudecken. Und es hat Spaß gemacht, das Rennen gegen Sie zu gewinnen. Und das nächste Mal überlege ich mir richtig was. Das nächste Mal gewinne ich und dann bist du richtig dran. Okay. Hat Spaß gemacht, Benni. Danke. Guten Appetit. Probier wirklich mal. Es ist wirklich extrem lecker. Schmeckt komplett anders als in diesem Möbelhaus. Oder? Hab nicht ich gekocht. Das war es nämlich auch schon mit den VWR Ice Games. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, dann klickt doch oben mal in die Verlinkung. Die haben wir euch da mal hingepackt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich glaube, bei der Revanche im Sommer. Könnte sein. Sehr also, gut. Wenn ihr Leuchter mal mit den Videos mehr haben wollt, schreibt es euch in die Kommentare unten rein. Volkswagen.